Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Das heutige Thema heißt Vom Neuen geboren. Ich möchte dich herzlichst begrüßen und wenn du die drei letzten Beiträge gehört hast und darauf reagieren konntest und dich auf die Suche nach Jesus begeben hast, dann bist du bereits in das Reich Gottes, das unsichtbar auf Erden ist, eingetreten. Ich habe mir angewöhnt, das Wort Gottes ernst zu nehmen und wie einen Brief an mich zu betrachten, eigentlich wie einen Liebesbrief, weil Gott seine ganze Liebe zu uns Menschen hineingelegt hat. Welcher Gott sonst würde seinen Sohn für unsere Sünden opfern, um uns freizukaufen? Der Preis war sehr, sehr hoch. Wir wurden teuer erkauft. Und das stimmt. Ich möchte mit einem kurzen Lied, mit einem kleinen Lied beginnen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie ewige Leben haben, sondern dass sie ewige Leben haben, sondern dass sie ewige Leben haben, sondern dass sie ewige Leben haben. Und nun zum heutigen Thema vom Neuen geboren. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann hat er zwar alle anderen Wege ausgeschlossen, aber uns den Weg, der er selbst ist, geöffnet. Er sagte zu einem Pharisäer namens Nikodemus, der in der Nacht heimlich zu ihm gekommen ist, wer nicht vom Neuen geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Schon wieder so eine Hürde, denkt man sich, und Jesus spricht aber noch weiter. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, dann kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Die Antwort, nach der schon viele Menschen fragten, wie kann das geschehen, steht im selben Johannesevangelium, 11 bis 13 im ersten Kapitel. Er, Jesus, kam in das Seine, also in diese Welt, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, und nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, die aus dem Geist geboren sind. Dies ist der wunderbare Plan Gottes, dass wir durch diese Handlung vom Neuen geboren werden. Du wurdest zwar in dieser Welt durch einen Mann gezeugt, aber nun bist du durch Gott nochmals in das Reich Gottes hineingeboren worden. Ein wunderbarer Liebesakt, der dich rettet und dir das ewige Leben schenkt. Ich spreche ein kurzes Gebet. Danke, Herr Jesus, dass du mir das ewige Leben am Kreuz erwirkt hast. Ich kann dir nicht genug danken. Danke auch für meine neuen Geschwister, die dein Angebot angenommen haben. Amen. Ich singe jetzt noch ein Lied und das Lied heißt Zieh mich hin zu dir her. Zusammenlaufen, zieh mich hin zu dir, o Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Ich will mich freuen in dir.
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Du mein König und mein Gott. Das nächste Thema heißt dann: Wie soll und kann ich nun leben?